Es gibt heute einen Sandkuchen mit Schokoguss und Mikado-Stäbchen. Er schmeckt schokoladig und ist ein Hingucker. Viel Spaß beim Video! Der schlichte Kastenkuchen bekommt eine Abwechslung. Eine Verkleidung aus Schokoguss mit Mikado-Stäbchen. Es ist ein ganz einfaches Rezept für einen schnellen Sandkuchen. Die Zutatenliste und genaue Mengenangaben findet ihr in der Beschreibung. Gebt Zucker, Vanillezucker und Vanillemark in einen Mixtopf und pulverisiert das Ganze. Wenn ihr diese Möglichkeit nicht habt, könnt ihr auch direkt Puderzucker verwenden. Fügt weiche Butter und Eier hinzu und verrührt alles zusammen. Gebt nun das Mehl mit Backpulver und Milch dazu und mixt alles zu einem schönen Teig zusammen. Legt eine Kastenform mit Backpapier aus oder fettet sie ein und füllt sie mit dem Teig. Backt den Kastenkuchen bei 180 Grad ca. 50 Minuten. Damit er euch oben nicht anbrennt, deckt ihn am besten nach 30 Minuten Backzeit mit Backpapier ab. Lasst den Kuchen in der Form abkühlen. Ihr könnt den Sandkuchen mit Schokoladenguss überziehen. Andere Variante wäre, mit Zuckerguss zu bestreichen oder mit Puderzucker zu bestäuben. Jetzt könnt ihr den Kuchen beliebig verzieren, zum Beispiel mit Mikado-Stäbchen und bunten Zuckerstreuseln oder mit Nüssen, Smarties, Gummibärchen, Kokosflocken oder Früchten. Das alles sieht auf dem Kuchen toll aus. Unter www.foodtemple.de findet ihr weitere leckere Rezepte zum Nachbacken. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt euren Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken.